ist das Becken hier schon mal irgendwie ein bisschen. Der Block muss bleiben, den ich gerade abbauen wollte. So, da habe ich noch einen Block weggenommen. Das sah jetzt ein bisschen schmaler aus. Au, oh, jetzt habe ich gegen mein Mikrofon gehauen. So, und wie ihr gesehen habt, also bisher ist ja fast nichts runtergekommen. Da ist ja ein einziger Creeper runtergekommen. Die Produktivität davon wollen wir natürlich ein bisschen erhöhen. Deswegen machen wir das hier alles noch zu. Und bauen eine mehrere Etagen noch drüber. Da ist zum Beispiel gerade ein Creeper, der sich ein bisschen weigert runterzufallen. Jetzt ist er runtergefallen. Er wartet dann unten auf uns. Wenn wir die zwei Flächen hier auch noch zu haben, steigert sich das Ganze und dann noch eine Ebene drüber und noch eine Ebene und noch eine Ebene und noch eine Ebene. Dann ist das, glaube ich, schon recht geil. Wenn wir so 10 Ebenen oder sowas haben, dann haben wir eigentlich immer Monster drin. Dann kriegen wir auch viel mehr Fleisch von den Zombies, dieses Rotten Flesh, können uns viel mehr, sag schnell, Dirt machen, beziehungsweise schneller. Ist ja auch nicht verkehrt. Das kommt zu, ich bin eine Schnu. So, das ziehen wir rüber. So. Alles zu. Alles zu. Ich werde das noch später aus Obsidian oder das Bau, falls Creeper hochgeht. Oder das untere Teil. Ist nicht alles kaputt. So, dann ziehen wir die Ebene hier auch mal so hoch. Die kriegt dann auch so einen coolen Ring drumherum. Weil der nicht so ultra cool ist, um ehrlich zu sein. So, dann kommt hier auch eine Tür rein. Wo ist denn da die Tür platziert? Warum? Hier ist noch gar keine Tür drin. Das ist gut zu wissen. Aber die würde dann hier so hinkommen. Habe ich noch Wasser? Nein, natürlich nicht. Das ist unten. Noch gleich wieder runter. In einer Stunde wird es Nacht. Aber ein bisschen hier noch platzieren. So, jetzt. Ich weiß, dass der Kasten ziemlich hässlich aussehen wird, aber darauf müssen wir uns jetzt einlassen, leider. So, ein Creeper ist drin, mehr nicht. Schön, dass wir jetzt wenigstens Sachen zu tun haben und nicht die ganze Zeit warten müssen und Wiggle Wiggle machen müssen. You can only sleep at night. Night. It's night time. You filthy goblins. So, wir haben jetzt hier die Baumallee, dann fügen wir hier dann gleich mal das Dirt an. So, die nächsten Inseln werden jetzt alle mit Cobblestone, weil das schon allein nicht abfackeln kann. Auch ein recht schöner Vorteil. Eine Brücke wieder. Fangen wir hier an, ein Feld zu bauen. Würde ich sagen. Null Knuppel. Knupp, knupp, knuppel. So, 16 Dirt haben wir. So. So. So.
Wie viel sind das jetzt in beide Richtungen? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kommt also hin. Weil ich werde das wahrscheinlich noch breiter machen. Und zwar 1, 2, 3, 4, Wasserblock. 1, 2, 3, 4. Genau. Wir werden nochmal kurz Blätter nachfüllen. Neuen Kobbel holen und dann hier nach oben. Voll. 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 Voll, ohne ein Blatt zu verschwenden. Sehr schön. Ach, das kommt hier gar nicht rein. Und ja nach hier drüben. Oh, es ist voll. So. Das sind Sachen, die ich eigentlich nur ungern verlieren würde, deswegen lasse ich die mal hier. Machen wir uns gleich mal wieder mit dem Rotten Flash voll. Voll, voll. Ich repariere noch die Axt. Spitzhacke. Mein Bauch hat gerade Mau gemacht. Obwohl er vollgefressen ist. Ich sehe da merkwürdige Beine. Keine Ahnung, zu wem die gehören. Ein Soarin. Lacklin MCWB Soarin. What the fuck? Da ist auf jeden Fall ein Lootbag mit bei. So, dann lassen wir es mal kurz rüberschwimmen. Ah, mein Schwert wurde gerade besser. Bude? Hä, was spawnen denn da für Kerle? Noch ein Stück. Was wieder ausschalten. Erst gucke ich jetzt, was im Chat stand. You begin to feel comfortable handling the stone broadsword. You take the time to sharpen the dull edge of the blade. Plus one attack. You notice room for improvements. Plus one modifier. Cool. Guck, der Schmied ist Hess Bling. What the fuck? Was ist denn damit jetzt auf sich? Oh, die Köpfe kommen hier mal hin. Ich glaube, da war was, deswegen spiele ich nochmal kurz nach. Ja, ist die Spülung. Ja, wir müssen oben Propfen drauf bauen, damit die hier nicht irgendwie an Feuer sterben. Blame TC. Wo komme ich denn an den nicht dran? Weil wir können auf der anderen Seite auch eine Lücke bauen. Ich weiß gar nicht, auf welche Höhe das sein muss. Ich glaube hier. Das hin? Ja. Ach, da ja noch welche. Damit egal welche Seite die sind, ich draufkloppen kann. Creeper. Blame TC. Anscheinend kann ich das nicht, je nachdem, wo die stehen. Zombie in Lederrüstung. Malorolam. Was sind denn hier für Menschen jetzt auf einmal? Da Fug. Ich wurde gerade angerülpst. Bring mir mein Loot. Finde ich Knut. Ich werde hier, glaube ich, mal eine Truhe hinstellen. Spiderhead, Spiderhead. Macht, was immer ein Spiderhead macht. Danke. So, du bist zu einem Tisch. Ach, wir haben hier einen. Ups. Vollkommen vergessen. Werde ich auch gleich mal Türen bauen. So, das kommt hier alles rein. Werde ich gleich mal die
Dings hier öffnest, ist das denn Stone Broadsword? Skill Level Comfortable. Ach, das ist. Das geschärft jetzt. Nochmal anmachen, damit ich die Sachen bekomme. So. Auch an die Lederhose ran. Haben wir auch eine Lederhose. Aber wir haben drei Bags. Rare Loot, Epic Loot und Ankommen. Wir öffnen erstmal Ankommen. Amazing Technic Color Glasses. Ach du Scheiße. Wie sehen die denn aus? Yeah. Protection 2, Protection 1. Die sind auch noch besser als mein Lederhelm. So, jetzt den Rare Loot. Zwei Diamanten, auch ganz nett. Und Epic Loot. Die Taumium-Echse sind natürlich sehr geil. Nein, ich sterbe, bevor ich euch kloppen kann. Was soll denn das? Wir werden da oben mal was drüber bauen jetzt. Auf Max-Höhe oder so. Weiß ich einfach, was die maximale Höhe ist. 256, kann das sein? Wie hoch sind denn wir hier? 85 Grad mal. Meine Spitzhacke heile? Ja, mehr oder weniger. Sollte ja erstmal reichen. Da muss ein... Moment. Hier einer hin und hier und da. Weil jetzt ist da drin komplett Schwatt. Dort jetzt natürlich diesen ganzen Berg erstmal abzubauen. Wobei, jetzt geben wir auch mal die Hacke. Vielleicht ist er ja so Level Up. Gott, scheiße. Nein, dann verbrennen uns die Monster unten drin nicht. Das ist ein sehr großer Vorteil. Ja, ich glaube, man kriegt bessere Beute, wenn man sie selbst tötet und, ich glaube, ich habe vergessen, was ich sagen sollte. Erfahrung können wir halt später auch noch gebrauchen. Habt ihr schon gesehen, wie viele wir jetzt auf einmal bekommen? Stell dir mal vor, wir haben jetzt noch irgendwie 6, 7, 8, 9, 10 weitere Ebenen darüber. Geht das richtig ab. Da sind schon mal Spinnen. Boah, er reitet ein Creeper auf eine Spinne. What? Die Spinnen können sich tatsächlich recht gut weigern, da reinzufallen. Und sie ist kaputt. Auf der Zielgeraden ist er kaputt gegangen. Das war gut. Also, naja, ist gut. War zumindest nicht schlecht. Ich hoffe, dass jetzt die nächsten Videos alle bei mir auf dem Kanal mit 60 FPS online gehen. In WoW sollte es klappen. In Minecraft, wenn ich das so sehe, ich kann dann mal zeigen, wie viel FPS ich gerade spiele. Mit 60 FPS konstant nehme ich auch auf. Also ihr seht hier oben, 110 FPS habe ich oder 115. Also ist gar nicht mal so schlecht. Wurde von, beziehungsweise wir, also meine Freunde und ich, wurden von unserer Nachbarin eingeladen, ob wir nicht mal Lust hätten, ein Bierchen trinken zu gehen. Also es war nicht böse gemeint oder sonst irgendwas. Nicht, dass wir jetzt denken, das war ganz nett gemeint und kann man sowas böse meinen? Seid ihr irgendwie merkwürdig? Und, meint er so, ja, treffen ist ja gerne. Weil wir beide trinken keinen Alkohol. Und sie gucken mich an. Oh, das größte Fettnäpfchen getreten, das man hätte treten können. Das war ziemlich cool. Ja, ganz nett. Ich habe mich schon mal mit ihr so ein bisschen unterhalten und ist eine nette Dame.